Hallo und herzlich willkommen, YouTuber, zu einem weiteren Let's Play. Dieses Mal nehme ich mir vor, nichts Geringeres als die StarCraft-Saga. Wir werden uns im Laufe dieses Let's Plays durch das originale StarCraft spielen, das vor 12 Jahren erschienen ist, durch seine Erweiterung StarCraft Brood War und auch das vor einem Jahr erschienene StarCraft Wings of Liberty. Nun, zunächst noch ein kleiner Disclaimer. Hier im unteren Bereich sind ab und zu manche kleine Bildstörungen zu sehen. Ich habe versucht, seit Tagen es zum Laufen zu bringen, dass es nicht mehr zu sehen ist. Und ich sehe es auch nicht, wenn ich spiele. Es ist nur im Video so. Falls ihr wisst, wie man das beheben kann, nur zu. Und auch das StarCraft ist ein etwas älteres Spiel. Es nimmt Fraps manche Cutscenes zwischen den Sequenzen vielleicht nicht ganz so original auf, aber ich werde euch auf jeden Fall vorlesen und erzählen, was geschehen ist, so dass ihr nichts verpasst. Nun, die StarCraft-Saga wurde vom Hause Blizzard gemacht und ist sehr reich an einem großen Konflikt zwischen den Welten, aber auch zwischen den einzelnen Charakteren. Und bevor das Ganze alles ins Rollen kommt, bin ich natürlich dafür da, euch den Einstieg in die Story zu ermöglichen. Und glaubt mir, es wird eine sehr packende und dichte Story sein. Ich habe mir schon mal einen kleinen Account erstellt. Und damit legen wir gleich los. Zuerst starten wir mit den Terranern. Es gibt noch zwei weitere Fraktionen, um die wir uns kümmern werden, wenn sie wichtig werden. Terraner-Kampagne. Rebellion. In den 10 Jahren seit dem Ende der Gildenkriege behauptet die mit harter Hand regierende Terranische Konföderation unangefochten ihre Macht im kolonisierten Weltraum. Alles änderte sich jedoch schlagartig, als vor 4 Tagen eine riesige Alien-Flotte aus dem Warpraum kam und Tod und Verwüstung über die völlig unvorbereitete Welt Chaosara wachte. Die Konföderation befürchtet nun, dass das nächste Ziel der Invasionsflotte die Kolonie Marsara sein könnte. Und sie müssen dafür sorgen, dass die Panik in dieser Welt nicht noch höhere Wellen schlägt. Kasernhof, Büro des Koloniemagistraten Kolonie Marsara. Willkommen auf Marsara, Magistrat. Das Material für die von Ihnen gewünschte Vorführung ist bereit und kann jederzeit betrachtet werden. Wir wollen kein Tutorial machen. Wir gehen gleich mal los. Ödland. Okay, nächste Welt. Adjutant online. Guten Abend, Magistrat. Hier die letzten Neuigkeiten. Aufgrund der kürzlich erfolgten Zerstörung der Kolonie Chaosara durch die Protoss hat der Flugverkehr konföderierter Schiffe innerhalb des Systems erheblich zugenommen. Die Konföderation hat die Sicherheitsvorkehrungen in allen entfernteren Systemen verschärft und es ist durchaus möglich, dass auch diese Kolonie geschlossen wird. Während Sie beim Essen waren, erreichte uns eine verschlüsselte Übertragung von der Konföderation. Hier die Wiederholung. Guten Tag, Magistrat. Ich bin General Edmund Duke von den konföderierten Streitkräften, Alpha Squadron. Die Konföderation hat den gesamten Planeten unter Quarantäne gestellt. Die Operation wird in 48 Stunden abgeschlossen sein. Sie werden sämtliche Kolonisten hinaus in die Ödlandgebiete schicken. Ich weiß, dass es mit dieser neuen Anordnung keine Probleme geben wird. Nein, ich meine, jawohl, Sir. Ende der Übertragung. Ich habe bereits Kontakt zum hiesigen Marshall aufgenommen, James Rayner. Rayner hat sich bereit erklärt, ihr Personal unterwegs zu treffen und zum neuen Treffpunkt zum Ödland zu begleiten. Okay, dies ist der Konferenzraum. Damit startet jede Mission. Wir haben hier eine kleine Unterhaltung mit den wichtigen NPCs und es wird uns auch gesagt, was wir als Ziel haben. Und wir müssen jetzt einfach bloß einen kleinen Vorposten in der Wüste errichten. Und damit starten wir auch gleich mal. Hier haben wir unser Interface und sehen wir eine Minimap und unsere Einheiten. Das ist recht. Wir haben ja ein paar verschiedene Einheiten, damit können wir erstmal wenig tun. Schauen wir uns also ein klein bisschen das Gebiet an. Ja, so viel am Leben ist in dieser Wüste nicht. Hallo Männer, ich bin Jim Rayner, der Marshall hier. Lasst euch von den dämlichen Konföderierten da hinten nicht an den Karren fahren. Ich würde sagen, denen hat die Hitze ein bisschen das Gehirn gegrillt.
Also, wenn ihr soweit seid, dann mal Abmarsch. Hier ist Jimmy. Okay, wir haben es fast geschafft. Dann gehen wir mal noch zurück runter. Hier haben wir ein paar kleine Viecher, die vorher noch nicht in der Wüste waren, aber sind wohl neu. Und wo laufen die alle hin, Leute? Okay. Wir haben hier zwei verschiedene Einheiten unserer Space Marines. Das sind die Anfangsangriffseinheiten. Und wir haben unsere WBFs. Das sind sozusagen die Arbeiter. Die schicken wir gleich mal an die Arbeit. Und wenn wir genug Geld haben. In StarCraft gibt es zwei Ressourcen. Einmal Mineralien. Und Gas. Vespin-Gas. So. Das ist natürlich auch noch die Frage, was machen Menschen hier draußen im entfernten Weltraum? Nun, die Geschichte geht so, dass es auf der Erde in der Zukunft sich immer weiter entwickelte und so es auch in der Wissenschaft immer weitere Fortschritte gab und es gab cybernetische Implantate und alle möglichen Weiterentwicklungen. Allerdings nahm auch die Verschmutzung der Erde und die Evolution des Menschen, wenn man so will, weiter zu. Und letztendlich entstanden daraus etwas andere Menschen, die manche übersinnliche Kräfte zu haben schienen und andere halt durch ihre cybernetischen Implantate immer stärker wurden oder übermächtig. Und deshalb hat sich eine Gegenbewegung gebildet, die sagt, okay, es darf keine Veränderung am Menschen gemacht werden. Das war natürlich eine gute Idee zum Anfang, hat sich dann aber so etwas entwickelt, was man als moderne Inquisition bezeichnen könnte. Und die haben dann alle anderen Menschen, andersartigen Menschen eingesammelt und in Schiffe verfrachtet und wollten sie in eine Forschungsstation bringen. Es waren 4 große Schiffe, aber nur eins hatte einen Zielcomputer, die anderen waren auf Autofolgen. Und wie man das kennt, wenn man irgendjemandem auf Autofolgen ist, kommt man ganz woanders raus, wo man will. Denn der Zielcomputer hat eine Fehlfunktion und damit trieben die Schiffe 60 Jahre lang bei annähernder Lichtgeschwindigkeit geradewegs ins Weltall. Als dann die Energiereserven zu Ende gehen, haben die Schiffe ihr Notfallprotokoll aktiviert und sind in den belebbaren Welten dieses Sektors gelandet. Der Sektor, den man hier nennt, ist der Koprulu-Sektor. Und so haben sich die Menschen hier entwickelt, denn die Schiffe sind auf den verschiedenen Welten gelandet. Es gab 3 haben es überstanden von den 4, eins ist leider kaputt gegangen. Und damit sind auch die 3 großen Fraktionen entstanden. Die eine ist die Terranische Konföderation, die wir schon kennengelernt haben jetzt. Das andere ist das Kaemoria-Kombinat, das in der Story von StarCraft nicht ganz so wichtige Rolle spielt. Und die dritte werden wir noch kennenlernen. So. So, 10 Space Marines haben wir, brauchen wir 6 haben wir noch. In diesen Kasernen können wir später noch weit mehr Einheiten ausbilden als bloß unsere kleinen Angriffsmarines. Aber das dauert noch eine Weile. Jetzt müssen wir erstmal in den Missionen noch ein bisschen weiter vorankommen. Zwei Space Marines haben wir, dann haben wir auch diese erstmal einfache Bau deine Basis-Mission abgeschlossen. Ach Gott. Das wird ein bleibendes Thema in diesem Let's Play sein. Durchweg das Vergessen von Versorgungsdepots, denn das ist sozusagen der limitierende Faktor für die Anzahl an Einheiten, die wir bauen können. Hier oben rechts können wir sehen. 18 von 18, das heißt, der 19. passt leider gerade nicht. Oder anders gesagt, die Marines haben kein Toilettenpapier mehr. Befehle, alles fertig. Befehle erhalten. Und damit geht es ja auch gleich mit dem Ausbilden weiter. Rainer hier. Jim Rainer ist sozusagen einer der sozusagen besonderen Einheiten und er hat ein Adler, das ist ein Hoverbike. Und jetzt sollten wir 10 haben. Das sollte zu Ende sein. Ja, noch eine relativ einfache Mission. Und zum Ende sehen wir den Punktebildschirm. Klassisch für jedes Blizzard-Strategiespiel. Im Singleplayer noch nicht sehr aussagekräftig, aber er gibt mir eine gute Möglichkeit, dieses Video zu beenden.
Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir einen Kommentar, damit ich weiter motiviert bin, mehr Videos zu machen. Und wenn ihr wisst, wie man diese Streifen hier unten wegbekommt, nur zu. Ich hab's versucht, aber es muss etwas mit Fraps zu tun haben. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Mission.